In diesem Video zeige ich euch, wie ihr so ein Papierbötchen falten könnt. Dafür benötigt ihr ein DIN A4 Blatt oder größer. Für die Größe benötigt ihr aber ein DIN A4 Blatt. So, dann nehmt ihr das Blatt und faltet es einmal quer. Schaut, dass es ziemlich gerade ist. So, dann faltet es nochmal. So. Drückt das ein wenig fest. Dann klappt ihr das wieder auf und faltet diese Ecke an den Faltpunkt von der Einfaltung. Das macht ihr genauso mit der anderen, so dass ihr ein Dreieck habt. Dann faltet ihr die Unterseite hoch. So. Dreht das Ganze um. Macht die Ecken. Knickt die um. Da kann man auch Kleber benutzen, wenn man möchte. Das mache ich aber nicht. Dann macht ihr das genauso bei der anderen Seite. Faltet die Seite um. Dreht das Ganze wieder um. Und knickt die Ecken um. Dann habt ihr ein richtiges Dreieck. Klappt das auf, so hier, und dann habt ihr ein Viereck. Dann klappt ihr wieder die Ecken nach oben an der einen Seite, dann dreht ihr das um und macht es genauso an der anderen Seite. Dann geht ihr wieder in die Lasche und faltet das so. So habt ihr ein kleineres Viereck. Das ist auch schon das fertige Boot. Ihr müsst nur noch an der Oberseite auseinanderziehen und dann festdrücken. Und schon habt ihr ein perfektes Boot. Ihr könnt das dann noch hier ein wenig ziehen, dass ihr ein größeres Loch habt und das Boot stehen bleibt. Und schon ist das fertig und sieht genauso aus wie das. Das war's dann mit dem Video.